Deep Silver. Deep Silver. Piranha Bites. Drück eine Beliebig-Taste zum Starten. Wiesen 3 Titan Lords. Ja, und damit seid gegrüßt an die Zwerge nochmals. Und ey Leute, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Zu einem neuen Part, zu einem kleinen Netztest. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Die ist wirklich ein bisschen laut. Gesamtlautstärke 100%, Stimmlautstärke, Umgebungslautstärke. Ein neues Netztest von diesem Spiel. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Wiesen 3 war's. Das Spiel hat mir der liebe Morty geschenkt. Auf Steam. Und ich werde das jetzt mal anspielen. Wird jetzt erstmal ein Test. Also alles nochmal ganz frei, alles ganz ohne Zwang. Wenn es mir gefällt, wenn das Netztest gut läuft, spielen wir das vielleicht als Let's Play irgendwann heute mal als Let's Play. Starten wir ein neues Spiel und beginnen wir ein neues Abenteuer. Los geht's! Wenn du nicht weiter weißt, kannst du dir eine Questzeile auf der Karte anzeigen lassen. Ach, so ein Spiel ist das. Ja gut, ja, wie gesagt, heute erstmal ein Let's Play. Dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten den Tod ins Auge gesehen. Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Geister und Piraten. Ja, okay, ich bin jetzt blutiger Anfänger in diesem Spiel. Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich spiele es gerade. Ich habe das Spiel gerade zum allerersten Mal gestartet. Ich habe gar keinen Plan. Ja. Ich bin jetzt hier wirklich blutiger Anfänger. Ich, ein Pirat, wie es ausschaut, auf einem Schiff, das geentert wird. Lehrt aus der Spinne. Also wie ein Human for Flat. könnte mir vielleicht auch jemand sagen, wie wir hier ausweichen. Achso, ja, die Spielsteuerung wird mir scheinbar erklärt. Waffe ziehen. Okay. Wie gekämpft wird, das wollte ich wissen. Halte und parieren. Ah, okay, ein kleines Tutorial. Angreifen. Schlag unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut, um bei der Angriff zu mächtigen Kambo-Kraft miteinander zu vereinbaren. Während deines Kommandos kannst du bis zu 3 Schläge miteinander kombinieren. Okay. Ah. Blut gibt's hier auch nicht, zu wenig. Ja, okay. Hier geht's ja schon richtig ab im Tutorial. Hier geht's ja schon richtig zur Sache. Ja, ich weiß nicht, ob ich darauf vorbereitet bin, hier in die Schlacht zu ziehen, aber... Pirat. Wer ist Patty? Ja. Die zweite Waffe benutzen. Punk. Was? Hilfe. Was ich tun? Rechts ist Block und links ist angreifen. Zack. Nice. Alles klar. Ich hab das Gefühl, die Musik ist immer noch ein wenig laut. Die Brüche. Man versteht mich, man hört meine Stimme ein wenig. Halte schwerer Angriff. Ja.
versuch's. Ich werde hier noch getötet. Die Kamera gleist mir auch noch ein bisschen. Hat's. Schwerer Angriff. Wie gesagt, ein blutiger Anfänger. Ich spiele das hier gerade zum allerersten Mal. Zum wirklich allerersten Mal. Ich bin hier wirklich. Ist hier wirklich alles Neuland für mich. Ist hier wirklich. Ist auch das erste Spiel dieser Art, das ich spiele. Ist wirklich. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle. Ich bin hier noch in der Lernphase. Ja, ich weiß, das ist erst das Tutorial. Das wird noch schlimmer. Aber gut. Oh Mann. Bossgegner. Ich sollte meine Pistole auch mal benutzen. Nicht so schon mal, aber. Ha. Eins. Heile dich mit rum. Mit rum. Naja. Jeder wie er denkt. Errungenschaft. Grünschnabel. Ja, das passt. Oh, das ist der Boss. Da kommt der Boss. Kampf. Geister, Boss, Pirat. Besiegt. Das sieht nicht wie besiegt aus. Das ist ein Monster. Ein riesiges Monster. Das bin wohl ich. Dieser Dreckskerl. Hey. Ihr träumt oder was? Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon. Wir sind da. Vor der Krabbenküste? Ein kleiner Träumer. Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing deinen Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Alles klar. Nörung Kapitän. Der Quest breitet dich für die Insel vor. Das letzte konnte ich nicht mehr lesen. Truhenschlüssel. Nehmen. Aha. Truhe. Ja, die Steuerung muss ich auch erstmal noch kapieren. Die Kamera entgleist mir mal ein bisschen. Hier noch was zu mitnehmen. Ein Hemd wäre nicht ganz schlecht. Was zum Anziehen? Nein, nicht. Ja, ist auch nicht so. Ist auch nicht so wichtig. So ein sexy Körper, den wir hier haben. Braucht man nichts zum Anziehen oben rüber. Der Stiefel. Ja. Wozu was anziehen? Wenn wir so ein sexy Körper haben. Sexy Man. Öffnen. Okay. Das war wahrscheinlich für die Kiste dort drüben gemeint. Jetzt nicht. Nicht? Schade. Ich muss mich erst ausrüsten. Ja, meinte ich ja auch. Klamotten oder so. Hier liegt ein T-Shirt rum. Nimmst du das? Nö, nicht so. Ziehen wir ganz nackig in den Kampf. Oben ohne Tag. Jetzt nicht. Ich muss mich erst ausrüsten. Da, aber das ist das irgendwie denn fast drin. Ich will ja, aber er will nicht. Ach, kann das doch öffnen. Steuerbartsklinge, Duellpistole, schwarze Dreispitz. Dreispitz muss sein. Guter Mantel. Haben wir so rum, kann man auch mitnehmen. Nehmen. 5. Warum nicht? Mal googeln. Nehmen wir alles mit. Proviant. Duellpistole. Stahlbatzklinge.
Quest erfüllt und den Sachen aus der Truhe. Die hätte ich mal den Quest durchgelesen. Alles nehmen. Ah, hätte ich auch eh drücken können und plündern, verstauen. Ah, okay. Inventar öffnen. Rüste dich aus. Geh dazu aufrechter Hand. Jo. Ah, okay. Die Charakterentwicklung oder was? Goldwert 410 Schaden, 40 bis 60 Fähigkeit. Stichwaffe beeinflusst Schaden, Stichwaffen plus 5. Legendäre Klinge von Captain Stahlbart. Ich bin also Captain Stahlbart oder was? Charakter. Nahkampf, Fernkampf, List, Einfluss, Härte, Finger, Fertigkeit, Magie und Geist. Ich bin jetzt gleich zu Beginn des Abenteuers Captain. Das kann doch fast nicht sein. Okay. Den Hauptwaffe. Ja. Ich stelle mich noch ein bisschen blöd an. Ach, rechte Waffe ist jetzt meine Hauptwaffe. Linkes Pistole durch Kopftücher und Hüte. Ah, schwarz Dreispitz. Sieht doch sexy aus. Ohne mit Hut. So muss das. Die Pistole. Steinmarzklinge. Ach, können wir das mal so. Auch schade. Ich dachte. Füße. Ja. Ohrring habe ich noch keinen. Amulett habe ich auch noch keins. Ring habe ich auch noch keinen. Ja, schade. Wenn du zu gerne einen eigenen Charakter designt. So. Können wir so gehen? Ja. Ganz ohne Stiefel, ohne Schuhe und oben ohne Sexpirat. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ach komm schon. Komm schon. Das ist doch das. Ernsthaft. Zu sexy für dieses Spiel. Aber wie? Ja. Habe ich es jetzt verkackt oder was? Ja, ich muss doch den Mantel anziehen. Achso, ankleiden wie Eva das. Achso, ja gut. Der will halt den Mantel anhaben. Quest Erfolg, lege deine Ausrüstung an. Achso, ohne. Achso, mit dem Mantel kann ich und kann ich den auch wieder ausziehen. Ich versuch's mal. So, Ausrüstung habe ich jetzt angelegt. Jo! Ich kann ohne Mantel raus. Die Insel. Bunte Vögelchen. Monsterkrabbe. So. Wenn wir den größten Schatz, den die Sizi je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Brüderchen? Ist also meine Schwester. Ja. Ich hätte noch die Hose ausziehen müssen, dann hätte ich hier dann welche Unterhose rumgelaufen. Jakobi. Achso, angreifen. Ich habe doch ein Schwert mit dabei. Das habe ich nicht abgelegt. Das ging nochmal mit der rechten Taste. Die drücke ich. Das ist die Maustaste. Ich bin gleich tot. Tötet durch die Tiere hier im Dschungel.
Ja, was denn? Greifst du jetzt mal endlich an? Was denn? Will auch nicht lachen. Lassen wir uns einfach zerfetzen. Oder was? Noch, ich laufe dann einfach mal weiter. Zum Ton dort hinten. Tadam. Kapitel 1, der alte Tempel. Da. Da ist der alte Tempel. Ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Okay, noch so ein Viech. Dort drüben scheint etwas zu sein. Aha. Sieht fast so aus, als wäre dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Und such die toten Piraten. Wir sind nicht die einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Aha. Ich vermute mal, wir müssen gleich gegen den Unbekannten wettrennen. Lass mich in Ruhe. Ich kann euch nicht angreifen. Ach, Leute. Verdammt. Was ist denn los? Jetzt habe ich dem was weggenommen. Wieso kann ich denn nicht angreifen? Was ist denn los hier? Ach so, Waffe ziehen. Na komm, jetzt. Ich muss erst die Waffe ziehen, damit ich angreifen kann. Oh Gott. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. So. Achso, ich wollte jetzt meine Schwester angreifen. Toter Pirat. Tot. Ja, wer hat's gedacht? Logbuch öffnen, um eine Quest zu markieren. Markieren Quest in der Luftkarte aus Gewehr. Karte markieren, wie ist. Diese Karte. Quest auf der Karte, indem du auf die Karte markieren willst. Auf die Karte markieren. Okay. Quest hier. Zurück zum Schiff. Alles klar. Ah, der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Ja, musste nicht noch Schau sagen. Schau mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Das wissen wir schon. Er liegt noch nicht lange. Danke. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Ich wurde gehackt. Ich wurde zu Tode gehackt. Ja. Ruhe in Frieden, kleiner Pirat. Da wurde ich von so einem Viech getötet. Okay. Ach, wieder hier. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, wenn mich noch umsonst euch gefallen haben, das war's mit dem kleinen Netztest hier auf diesem Kanal. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid und nicht das Let's Play eventuell verpassen wollt. Ja, wird vielleicht irgendwann mal ein Let's Play. Könnt ihr nur mal überlegen. Könnt man mal machen. Denkt drüber nach. Ja. Haut auch, ne? Man sieht sich in einem anderen Test oder in einem Let's Play auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Der Turm. Der alte Tempel. Nicht der Turm. Der alte Tempel.